Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um den Bluthochdruck, um die Hypertonie. Das ist ja eine wahre Volkskrankheit. In Deutschland, so sagt man, leidet statistisch gesehen jeder Dritte darunter. Wenn er über 60 Jahre alt ist, dann sogar jeder Zweite. Bluthochdruck kann, wenn er nicht behandelt wird, ernste Folgen haben. Dabei lässt sich diese Krankheit sehr gut behandeln und darum geht es heute. Bei mir ist Professor Dr. Jochen Müller-Ebensen. Er ist Chefarzt der Kardiologie, Pneumologie und internistischen Intensivmedizin an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Müller-Ebensen. Hallo, Frau Kahler. Sagen Sie mir erst einmal, wie hoch darf denn eigentlich mein Blutdruck, wie hoch darf der denn sein? Also die klassische Grenze für den normalen Blutdruck ist 140 der obere Wert und 90 der untere Wert. Es werden immer zwei Werte gemessen. Das heißt, ab 140 zu 90 gilt klassisch der Blutdruck als zu hoch. 139 zu 89 ist noch normal. Interessanterweise gibt es dazu aber jetzt gerade eine neue Stellungnahme der amerikanischen Fachgesellschaften, die sagen, dass schon ab 130 Millimeter Hg der obere Wert der Blutdruck zu hoch ist und man schon einen hohen Blutdruck hat. Aha, das heißt, man nimmt die Krankheit ernster? Muss man das so interpretieren? Ich glaube, genau so ist es. Man nimmt es ernster. Es ist eindeutig so, dass das Risiko, das von einem hohen Blutdruck ausgeht, abhängig ist von der Höhe des Blutdrucks, auch abhängig von anderen Faktoren natürlich. Aber dass es kontinuierlich zu einem höheren Risiko kommt, je höher der Blutdruck ist, also schon beginnend ab 120 zu 80, steigt das Risiko von Folgeerkrankungen und ab 130 muss man es dann richtig ernst nehmen. 140 ist dann schon Phase 2 des Bluthochdrucks. Und wann muss dieser Wert gemessen worden sein, denn dass der Blutdruck schwankt, das weiß man ja. Also ist das der Mittelwert, der dann genommen wird oder wie geht das? Das ist tatsächlich eine auch unter Fachkreisen noch immer schwierige Frage zu beantworten. Es gibt eine Langzeitblutdruckmessung, da bekommen Menschen, die das untersuchen lassen, bekommen ein Messgerät an den Oberarm und dann wird das über 24 Stunden alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde gemessen und dann kann man daraus einen Mittelwert errechnen. Das ist ein wichtiger Messpunkt für hohen Blutdruck. Allerdings ist das meistens ein Blutdruck, der dann gemessen wird als Durchschnittswert, der niedriger ist als der in der Arztpraxis gemessene Blutdruck. Und heutzutage, die allgemeine Definition noch für den Blutdruckwert wirklich, ist der Blutdruck, der in der Arztpraxis gemessen worden ist, also unter kontrollierten Bedingungen beim Arzt, aber auch nach Ruhephase, 5 Minuten sitzen, warten und dann in Ruhe messen, meistens lieber durch die Krankenschwester als durch den Arzt selbst, weil auch da ein Stressfaktor drinsteckt. Ja, ja, dieser Weißkittel-Effekt, sagt man da ja dazu. Damit jetzt klar wird, warum wir gleich überhaupt über Therapien reden, was passiert, wenn man Bluthochdruck nicht behandelt? Also das Schlimme ist ja, dass wir Menschen den hohen Blutdruck erstmal gar nicht merken, genau, normalerweise. Ja, genau. Nur wenn er sehr hoch ist, merkt man etwas, meistens merkt man es nicht. Und was aber passiert ist, dass der hohe Blutdruck einen Stress ausübt auf die Gefäße. Das kann man sich vorstellen, die Blutgefäße, da fließt das Blut ja durch mit einem bestimmten Druck. Je mehr der Druck, desto mehr Spannung besteht in den Blutgefäßen und desto mehr Defekte entstehen in den Blutgefäßen, also es gibt Ablagerungen vermehrt bei hohem Blutdruck und entsprechend sind auch die Folgen. Die klassischen Folgen sind Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenversagen, Nierenschwäche. Das sind die Folgen eines hohen Blutdrucks, die auch tödlich verlaufen können. Und deshalb ist ein hoher Blutdruck über die Jahre hinweg auch so gefährlich und so wichtig. Aha, das heißt also, je länger er hoch ist, desto gefährlicher ist er. Es sind nicht die Spitzen, die entscheidend sind, sondern eigentlich die hohe Fließgeschwindigkeit auf Dauer. Kann man das so sagen? Der hohe Druck auf Dauer. Das ist absolut richtig. Das ist sozusagen die chronische Wirkung über die Jahre des Blutdrucks. Natürlich ist es auch so, auch ganz mechanisch vorstellbar, dass wenn in kurzer Zeit plötzlich der Blutdruck enorm ansteigt, dass auch das auf schon bestehende Ablagerungen an Gefäßen natürlich Folgen haben kann und dann zur Folge haben kann, dass just in dieser Phase die Plaques, die dort bestehen, aufreißen und Gefäßverschlüsse verursachen können. Oh ja. Umso wichtiger, wie therapiert man Bluthochdruck? Also in der Regel
also oder es gibt drei wesentliche Bausteine. Das eine ist ja die erste Maßnahme ist erstmal Lebensführungsdinge, das heißt weniger Salzzufuhr, Gewichtsreduktion, Sport, das sind alles Dinge, mit denen hoher Blutdruck reduziert werden kann. Ein regelmäßiges Lebenszyklus, auch genügend Schlaf. Schichtarbeit zum Beispiel ist ein klassischer Risikofaktor für hohen Blutdruck auch, dadurch, dass ständig die Schlaf- und Wachseinsphase verschoben wird. Das sind die Lebensführungsdinge, die man tun kann, die allerdings bei einem wirklich manifesten hohen Blutdruck meistens nicht ausreichen, um den Blutdruck wieder zu normalisieren, sondern meistens braucht man dann auch Medikamente und da gibt es einige Substanzklassen, die klassische Blutdrucksenker sind, von denen man auch oft mehr als eines benötigt und damit kann man das meist gut unter Kontrolle bekommen. Ja, also man versucht es dann offensichtlich ja erstmal mit der Lebensführung und versucht dann verschiedene Giftstoffe wegzulassen und dem Körper viel Bewegung zu geben, kann ich das so zusammenfassen, und sich nicht so aufzuregen? Ja, nicht aufregen, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe auch dann am Ende. Da spielen ja Persönlichkeitsfragen eine Rolle, das ist ja klar. Aber wesentlich ist es wirklich, Stressoren im Leben auszuschalten, die eben sind Übergewicht, zu wenig Bewegung, das ist ja ein Stressabbaumedium dann auch ein Gewichtsreduktionsmedium. Das sind erstmal die Lebensführungsdinge, die man tun kann. Gut, und wenn das nicht hilft, dann also die Medikamente, wo man ja, glaube ich, auch immer wieder hört von Beta-Blockern, man hört auch von Diuretika, also von Entwässerungsmitteln, da wieder geistern verschiedene Nebenwirkungen so durch die Wirklichkeit. Worauf muss ich mich da einlassen? Ja, also tatsächlich ist es so, dass natürlich jedes Medikament potenziell auch Nebenwirkungen hat. Es gibt vier Hauptklassen, die treffenderweise als A, B, C, D auch abgekürzt werden. Das sind ACE-Hämmer für das A, die Beta-Blocker für das B, Calcium-Blocker oder Calcium-Antagonisten für das C und Diuretika, also wassertreibende Medikamente für das D. Alle senken den Blutdruck, alle haben gewisse Nebenwirkungen. Insgesamt ist aber so, dass sie sehr gut verträglich sind und insgesamt ist es auch so, dass wenn vielleicht in der Frühphase der Einnahme man sich in gewisser Weise unwohl fühlt, dass das über die Zeit auch verschwindet, sodass also summa summarum diese Medikamente gut verträglich sind und man nicht gleich irgendwie eine Unverträglichkeit sicherlich postulieren sollte und dann weglassen, sondern wichtig ist, dass der Blutdruck gesenkt wird. Dadurch gibt es auch Risikosenkungen. Ja, und wenn das alles nicht hilft, dann kann man auch noch etwas anderes tun. Und Sie haben uns etwas mitgebracht, eine ganze Menge sogar, um uns zu zeigen, was da heutzutage möglich ist. Also in der Tat gibt es auch nicht medikamentöse Maßnahmen, um hohen Blutdruck zu senken. Und eine Möglichkeit ist beispielsweise etwas, was ich erstmal dieses Gerät hier zeigen soll. Das ist eine Art Stimulator. Das ist wie ein Schrittmacher, wie ein Herzschrittmacher. Allerdings wird nicht das Herz stimuliert, sondern es wird stimuliert eine Region an der Halsschlagader. Blutdruck wird ja auch vom Körper selbst reguliert. Und das ist das ist jetzt im Moment ein Modell einer Halsschlagader. Richtig, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, das ist die Halsschlagader. Ja, okay. Und an dieser Region der Halsschlagader, an der Aufzweigung, gibt es Blutdrucksensoren. Und da wird Blutdruck gemessen im Körper. Und dann wird gegenreguliert, wenn der Blutdruck zu hoch ist. Und dazu gibt es nun einen Schrittmacher, einen Stimulator, der diese Region stimulieren kann. Und da gibt es diese kleine Elektrode, die dann in einem kleinen Eingriff hier aufgenäht wird auf diese Region und dadurch diese Region an der Halsschlagader stimuliert. Dadurch senkt der Körper selbst den Blutdruck. Dadurch kommt es also zu einer Nachricht an das Gehirn, dass der Blutdruck zu hoch ist und dann die körpereigenen Mechanismen eingesetzt werden, um den Blutdruck zu senken. Das ist eine Alternative zur Medikation, allerdings auch keine Alternative für
für Menschen, die einen normalen hohen Blutdruck haben, sondern nur für Menschen, bei denen die Medikation tatsächlich nicht geholfen hat und die weiterhin einen sehr hohen Blutdruck haben. Bleibt das im Körper dann drin, sozusagen für alle Ewigkeit? Das bleibt drin. Das ist wie ein Herzschrittmacher, der stimuliert kontinuierlich an diese Halsschlagader. Das Gerät, das Stimulationsgerät, hat eine Batterie. Und die muss natürlich auch mal ausgetauscht werden. Das heißt, dieses Gerät muss dann nach 5 Jahren auch gewechselt werden, kommt unter das Schlüsselbein, wie das sonst auch bei Herzschrittmachern der Fall ist. Eine Alternative dazu, noch neuer und weniger erprobt, aber auch schon mit guten Ergebnissen, ist ein solches Gerät hier, das ich einmal so auch zeigen will. Ich hoffe, es gelingt. Ja, ja. Das ist ein kleines Drahtgeflecht, das man in eben diese Region, die gerade mit dem Schrittmacher stimuliert wurde, die in diese Region eingesetzt werden kann. Von innen, das ist nochmal ein Modell von einer Schlagader, andere Farbe, aber hier ist wieder diese Aufzweigung. Und hier sieht man vielleicht, dass dieses kleine Drahtgeflecht hier drin sitzt. Und dieses Drahtgeflecht führt dazu, dass mechanisch diese Region stimuliert wird durch den Dehnungsreiz und dadurch eben auch die körpereigene Reaktion der Blutdrucksenkung stattfindet. Das sind zwei sehr moderne, ganz neue Möglichkeiten, Blutdruck zu senken. Aber wie gesagt, zunächst noch als Reserve für die Medikation, nur dann, wenn der Blutdruck wirklich sehr hoch ist und durch Medikamente nicht ausreichend gesenkt werden kann, dann kommen diese Maßnahmen in Frage. Oder man könnte ja sagen, in ein paar Jahren könnte das vielleicht für jeden zu haben sein und dann muss man gar nicht mehr auf die eigene Lebensführung achten und lässt sich das einfach implantieren. Also das ist in der Tat denkbar, wobei man wissen muss, die Medikamente, die wir heute einsetzen, sind in Studien mit vielen Tausend und Zehntausenden von Menschen getestet. Das heißt, von diesen Medikamenten wissen wir sehr genau, in welchem Maße sie Herzinfarktrisiko senken, Schlaganfallrisiko senken und wirklich schützen vor diesen Folgeerkrankungen. Da werden schon noch einige Jahre, viele Jahre sicherlich vergehen, bevor man von diesen neuen Techniken die gleiche Studienqualität und Datenqualität erwarten kann wie von den Medikamenten. Naja, und außerdem ist es ja doch immer noch eine Operation, um dies einzusetzen. Können Sie uns noch sagen, was da auf den Patienten zukommt, ob das mit einem Risiko verbunden ist vielleicht auch, das man wissen sollte? Ja. Absolut. Also natürlich bestehen geringe Risiken bei diesen Eingriffen. Man muss im Körper arbeiten. Das Risikoprofil ist sehr gut in dem Sinne, dass sehr, sehr wenig passiert. Aber natürlich ist schon jeder einzelne Zwischenfall ist schon einer zu viel, sodass auch das sehr, sehr sorgsam ausgewählt werden muss, für welche Patienten tatsächlich diese Therapie in Frage kommt. Und gibt es da noch einen Unterschied, für wen man den Taktgeber wählt und für wen man sozusagen diesen Stent wählt, also der ohne Reize auskommt? Ja, also für dieses Drahtgeflecht muss es so sein, dass die Halsschlagadern vollkommen gesund sein müssen. Das kann man sich vorstellen, man muss von innen in diese Halsschlagader hineingehen und dann wird dieses Drahtgeflecht eingesetzt. Und wenn da schon auch nur kleine Veränderungen an der Halsschlagader sind, dann ist das Drahtgeflecht nicht mehr möglich, sodass also der Taktgeber universeller einsetzbar ist, für mehr Patienten in Frage kommt. Insgesamt muss man auch sagen, ist der Taktgeber schon besser untersucht, inzwischen bei 1.000 bis 2.000 Patienten weltweit, was auch noch eine kleine Zahl insgesamt natürlich ist, aber doch immerhin schon mehrere Tausend Patienten, während dieses Drahtgeflecht erst bei etwa 100 Patienten bisher eingesetzt wurde. Das sind alles sehr, sehr frische, Möglichkeiten noch zu therapieren. Ja, die Wirkung wird ja dann auf den Blutdruck sofort sein, nehme ich mal an, weil das ja auf diese Rezeptoren wirkt. Die Folgen, die dieser Blutdruck hat, wie lange dauert das dann, bis sich der Körper normalisiert? Es ist so, immer bei Blutdrucksenkung mit den Geräten oder mit Medikamenten merkt man das. Als Patient, indem man sich irgendwie schlapper fühlt, sich nicht so leistungsfähig fühlt. Man hat das Gefühl, der Blutdruck ist zu niedrig. Das dauert in der Regel so, oder einrechnen muss man 4 Wochen vielleicht, bis sich das so einreguliert, dass man danach sich wirklich wieder ganz normal fühlt. Und das ist aber auch der Fall. Auch da ist es wichtig, nicht den Eindruck zu haben,
ich vertrage das Medikament nicht und jetzt setze ich es gleich wieder ab, weil dann ich fühle mich nicht gut, sondern man muss es drin lassen, man muss ein bisschen abwarten und so nach 4 Wochen ist das einreguliert, sodass man den normalen Blutdruck auch wieder als normal empfindet. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.